So. Okay, dann muss ich jetzt aber zurückschreiben. Huch. Da, 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 da. Ja. Hallo? Hallo. Ah, hi. Bist du noch im PD? Ich bin gerade wieder ins DOJ reingekommen. Wo bist du? Unten, hinter dir. Ich bin durchs Großraumbüro. Hi, warte. Hallo. So, auf zum PD. Oh. Ach ja, erste Sache, die King-Akte wird jetzt von Lasse bearbeitet. Das hat mir der Herr Seitzer gerade gesagt. Die mit der Sache auf dem Dach vom Ja, LSD? genau. Okay. Das hat jetzt Lasse komplett übernommen. Und Oldfield hatte sich bei mir gemeldet, ob sich ein gewisser Herr Frost bei mir gemeldet hätte, weil der anscheinend einen Rechtsbeistand möchte. Okay, um was geht's bei dem? Ich habe nur ganz kurz reingeguckt, ob. Ist es, ja, ich muss noch mal gucken. Okay. Ich habe mir nur den Namen eben schnell notiert. Aber Oldfield wollte sich darum kümmern, dass er meine Nummer kriegt und dann sich bei mir melden kann. Okay. Guck dir bitte mal in der auf der Fahrt gleich die Akte bei Bella Murdoch an. Ja. Alter, dieses Telefon! So. Murdoch. Ist was? Erst komplett lesen. Ja. Anschnallen. Losfahren. Nein, nein, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Nee, jetzt bin ich aber in die falsche Richtung gefahren mit deinem Geschrei. Oh Gott. ja, ne? Vielleicht sollten wir nicht telefonieren. Egal. Hör mal, wo bist du gerade? Und ja, das ist ein Elektroauto. Der Gracer Okay, nicht, aber das hervorragend. ist Ich fahre eins. auch ins PD, weil ich muss mit dir reden wegen der Sache mit Bella. Okay. Ja, ich komme mal rum. Ich muss jetzt gerade. Wo bin ich denn jetzt hingefahren, Herrgott, nochmal? Nach Norden. Ah, super. Gott, das erklärt, warum Lasse nicht ans Telefon geht, wenn ich ihn anrufe wie ein Berserker. Okay, nee, dann sehen wir uns gleich im PD. Okay, ja, dann bis gleich. Ja, das wird sie schon irgendwann merken, ja. Okay. Ja, bis gleich, ciao. Ja, bin ich schon mal. Dieses Telefon, weißt du, du kriegst Weiß ich nicht. SMS während. Ja, ich habe jetzt gerade die Akte von Bella einmal überflogen. Aber es war doch sonst keiner da, der es hätte fliegen können. Und sie Ja, sollte doch. ich muss halt, wir müssen gucken, was das ist. Ich muss wissen, was die. Was sie was? Ich kann gerade mein Navi nicht bedienen. Links runter, okay. Was bin ich mir denn da zusammengefahren, bitte? Also manchmal fahre ich da echt irgendeinen Rotz zusammen. So. Ja, das Problem ist,
wenn sie keine Fluglizenz dafür hat, ich bin wieder zu schnell, wenn sie keine Lizenz dafür hat, hat sie dafür keine Lizenz und darf sich da halt eigentlich nicht reinsetzen. Wenn jetzt, ich muss halt, das Problem ist, ja, sie ist Staatsbedienstete. Du hast die Vorwürfe gesehen, den Tatbestand gesehen. Mhm. Das ist halt kein Kinkerlitzchen. Nee, deswegen, aber das Ding ist doch, sie wurde ja nur gefragt, kann sie es fliegen? Ja, eigentlich, das, natürlich, das sie hätte eigentlich wissen. Sagen müssen, nein, ja, kann ich, aber nein, darf ich nicht. Im Grunde genommen ja. Deswegen ist jetzt halt zu klären, weil das Problem ist halt, dass es ja auch irgendwie ein Notfall war, weil das ja halt hier, ne, das Einsammeln von Gabriel war. Mhm. Ja. Wir müssen gucken, was wir da machen können. Mhm. Weil ansonsten, wenn ich mich nicht irre, steht da auch Auflösung ihres Status drin, wenn ich da jetzt nicht ganz falsch bin. Das können wir nicht machen. Das ist ja das mein Problem gerade. Well. Ich park draußen. Ja. Das möchte ich nicht. Dann parke ich lieber draußen. Der Flatbed ist stärker als ich. Mhm, der hat mehr Knautschzone. Wo sind die? Ach, die Parklücken sind andersrum. Dann parke ich halt rückwärts. Ja, du kannst das wenigstens. Ja, man sieht's, wie ich kann. Das nicht. Ist egal. Nein, das ist nicht egal. Ich hätte das Auto gern anständig geparkt. Wo sind denn da die Parkmarkierungen? Da. Da. Mhm. Kann man bitte einer eure Parkmarkierungen vielleicht pink machen oder so? Da ist Schnee. Ah, hallo. Ich sehe bei dem Schnee immer die Parkmarkierungen nicht. Das kotzt mich ein bisschen an. Einen wunderschönen guten Abend, die Damen. Hallo. Ja, wunderschön. Nochmal. Da, wir haben uns heute noch nicht gesehen. Hier. Nee, aber den Herrn Oldfield habe ich heute schon gesehen. Achso, genau. Moin! So langsam wird es ein bisschen gruselig, dass Oldfield und ich uns nicht mehr im näheren Umkreis von Bergstetten sehen. Mhm. Ja. Das ist ein bisschen, naja. Ich habe mal eine blöde Frage, also ohne euch zu nahe treten zu wollen. Fragen, aber wer hat denn das Auto da so doof hingestellt? Das war der Kollege Lassenstein. Oh, das spiele ich überhaupt. wo ist denn die Frau Rossi? Die kommt gleich. Die kommt gleich, hervorragend. Abby? Okay, nach einer kleinen nach einer kleinen Abfrage, das gehört dem Johnson. Der Johnson hat ja, gerade... hat gestern mit Cupcake also zusammen angefangen, also mit Lani. Die haben gestern beide im PD angefangen. Lehrgang. Ach stimmt, warum der hat der denn sein der Auto da so behindert? Keine Ahnung, warum, Frau Rottenbach. Ach Gott. Aber wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich brauche dich und ich brauche Emilia gleich. Okay. In Kombination. Okay, Moment. Die 33 und die 11. 11 an die 3. Die Frau Rottenbach und die Frau Biel stehen vor mir vorne, vorm PD. Deswegen. Die brauchen uns beide. Ich hätte auch gesagt, wir gehen mal rein. Ja. Ist frisch. Ja, lass mal in die Eingangshalle gehen. Willst du mich? Danke. Entschuldigung. Ohne Scheiß, endlich jemand, der sich meinen Nachnamen gemerkt hat. Ja, sie musste nur ganz kurz, ne? Ja. Ja, das ist aber auch, wenn wir immer Gabby und so sagen, das ist aber auch schwierig. Und jetzt? Na, jetzt machen wir so. Andererseits. Ja, hallo, ja. So schnell sieht man sich wieder. Ja, die Rossi ist gerade nach vorne gelaufen. Ach so. Warte, ich wuchs kurz an. Was ein Durcheinander. Nicht so im Gang stehen bleiben. So. Warte. Oh Gott. Ich war den ganzen Tag am Umfallen. Ist seit 9.30 Uhr im Dienst. Oh nein. Um Gottes Willen. Frau Biel. Hallo. Sorry, Frau mit mir sogar im Dienst. Ich habe nur eineinhalb Stunden geschlagen. Können wir vielleicht kurz irgendwie... Wäre super, bitte zwei... Ich glaube, Rosi hat gerade zwei Espresso bestellt. Ja. Und bitte bring noch drei Stück mit für die anderen drei Ladies. Wollen wir mal drüben ins in die Kantine gehen? Hi, ja, oder... Wenn ich hier so im Weg stehen. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich folgen.
Alter, warum haben die mich so allein gelassen? Alter. Ups, ich wollte die Tür aufhalten. Alles gut, nichts passiert. Weil hier ist nämlich... ein bisschen ruhiger. Ja, Er war ich noch nicht. Ja, Emilia, ist schön. Sag mal, welches Ferkel spült nicht ab? Cody. Nein, der Johnson, der Lassenstein und der Milford sind nämlich aktuell auf einem 24-Stunden-Lehrgang. Die kommen erst morgen Abend wieder. Die kommen morgen Abend erst wieder. Oh Gott. Deswegen bin ich aktuell die Ranghöchste im BD. Keiner steht über mir, außer es würde ein Monty Kasum kommen, aber der hat selbst denselben Rang wie ich. Ja, okay. Na super, Jetzt bin ich ja jetzt quasi... Oh, so, mir klingt mein Funkgerät an. Toll. Putz mal raus. Nee, das mache ich später. Ich schmeiß es einfach irgendwie in meine Handschuhe ausziehen. Ja, mach. Nein. Putz noch mal raus. Nee, ich lasse es jetzt einfach ignorieren. Apropos, ich musste mir neue Handschuhe wegen heute Morgen holen, ne? Sag nur Automat. Oh, okay, das dann. Wir sind jetzt hier wegen was anderem. Genau. Ja. Wir fangen am besten mit Bella an. Ja. Frage, die ich habe. Erstens, das war, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Notfalleinsatz, den die geflogen ist, ne? Okay. Frage 2. Wurde sie gefragt, ob sie eine Lizenz hat oder ob sie fliegen kann? Sie wurde nur, deswegen habe ich es extra dazu geschrieben in die Akten, sie wurde nur gefragt, ob sie fliegen kann. Und das hat wer sie gefragt? Anscheinend Lassenstein oder wie hieß er? Johnson, aber ich weiß jetzt gerade mal wer von beiden. Okay. Die Elfe ist kurz vor der Psychiatrie, die ist in einem Gespräch mit der Frau Rottenbach, der Frau Biel, bitte mal kurz nicht stören. So. Die wurde gefragt, ob sie nur fliegen kann. Genau, nicht ob sie eine Lizenz oder einen Schein hat. Nach den Scheinen selber habe ich sie heute gefragt, Spaß halber. Okay, und heute hat sie gesagt, sie hätte einen. Ja, und sie hat gesagt, sie war ein bisschen durch im Kopf gewesen und überarbeitet im Moment und hat einfach nicht viel nachgedacht und ja gesagt. Die wollte aber eigentlich nur, ich denke mal, sie meint einfach nur, ob sie fliegen kann. Ja. Wie gesagt, uns werden ja eigentlich die Piloten weitergemeldet und sie stand halt eben nicht auf unserer Fliegerliste. Okay. Deswegen habe ich ja die Nachforschung gemacht selber, weil das gestern Abend doch gewurmt hat, weil wie gesagt, mir nur die drei Piloten Koslowski, Gnadenlos und Smith bekannt sind. Okay, dann bin ich allerdings ein bisschen irritiert, weil als ich heute Mittag in euer Dokument geguckt habe, stand sie drin. Ja, weil ich da ausgegangen bin, auch ein Lasserstein, hat gesagt, dann trag sie bitte ein. Ah, okay. Weil sie gesagt hat, dass sie Fluglizenz hat. Okay. Hat sie vielleicht eine Fluglizenz woanders, die nur bei uns nicht gilt? Ich vermute mal, ja. Okay. Weil die habe ich auch, deswegen musste ich hier in den Scheißstart schon zweimal die Prüfung ablegen. Ja, das deswegen halt eine Frage, ne? Mhm. Also ich kann bezeugen, sie kann fliegen. Ja. Mein Heli, wie gesagt, das ist ja eigentlich unser Ersatzheli, ist auch heil angekommen, ohne Schäden, allem drum und dran. Wie gesagt, die Ermittlungen gingen jetzt nicht mal von mir aus, sondern vom MD. Also die haben das selbst quasi... Die haben mich angerufen, also ein Buddy hat mich angerufen, und wollte erstmal wissen, wer ihr erlaubt hat, den Heli zu fliegen. Aber ich gar nicht, ich habe nur meinen Schlüssel an Lassenstein gegeben. Okay. Und anscheinend war es so, wie es gestern Johnson hat auch mir befohlen, Lassenstein den Schlüssel zu geben. Und Johnson ist natürlich nicht da. Ja, wie ein Lassenstein und ein Milford alle dabei waren. Deswegen bin ich gerade ein bisschen unentspannt. Ganz ehrlich, Rossi, ich bin eigentlich nicht geneigt, das Dienstvergehen da drin stehen zu lassen, bin ich ganz ehrlich. Willst du es beenden? Das Problem ist, also wenn sie jetzt mal blöd ausgedrückt, ne? Mhm. Sie hätte da irgendwie einen Rundflug gemacht im Rahmen von Tag der offenen Tür, der da ja ansteht oder irgend so eine Scheiße. Ja. Aber die ist ja, so wie ich das auch verstanden habe, war ja sonst keiner da, der hätte diesen Notfalleinsatz fliegen können. Ich habe es ja extra dazu geschrieben, dass halt keiner da war zum Fliegen. Ich, war nicht nüchtern. Ich habe von mir aus verantwortungsbewusst gesagt, nein, ich fliege nicht. Ich will auch nicht sagen, wie viel ich getrunken habe am Abend. Das ist ja auch erstmal egal, solange du nicht im Dienst bist, kannst du ja tun lassen, was du willst im Grunde genommen. Ne? Also
Von daher, aber ja, ich bin ganz ehrlich, ich bin geneigt, das Dienstvergehen rauszuholen, weil es eben eine Notsituation war, weil sie die Befähigung grundsätzlich hat, nicht die Erlaubnis, aber die Befähigung. Und ich ganz ehrlich, ich lasse das nicht da drin. Das hat nichts mit Bella als Person zu tun, sondern einfach mit der Situation. Wenn sie fliegen kann und da ein Notfall ist, muss die, ne, dann ist das meiner Meinung nach nur in Ordnung, wenn die das macht. Gerade auch, wenn du sagst, sie kann fliegen. Sie kann fliegen, also das weiß ich selber, weil ich mit ihr schon mal drüber geredet habe. Deswegen bin ich dann auch davon heute ausgegangen, als sie gesagt hat, sie hat eine Lizenz, dass sie die endlich erhalten hat. Und dann kann man das ja heute, kann man das ja jetzt gleich mit den Chiefs nochmal auflösen. Wie gesagt, die Anzeige habe ich nur aufgenommen, weil die kam von Chris Buddy und Gnadenlos. Ja, weil dann können die mich von mir aus mal kreuzweise, ich hole das Dienstvergehen da raus. Die für ein Luftfahrzeug ohne passende Eignung bleibt stehen, weil sie hat keine Eignung in unserem Staat, das Ding zu fliegen. Es ist halt leider einfach so. Aber das ist ja dann nur eine Strafe, die sie zahlen muss, ne? Ja, ich muss halt mit der Falschaussage. Ach, Bella. Wäre es nicht gerechtfertigt, wenn man sagen würde, sie wird jetzt... Also mein da Inneres, ich sag einfach, mir tun einfach nur die fehlende Lizenz anstanden. Ja, weil den Strafantrag, ganz ehrlich, das ist doch auch Quatsch. Ich nehme die Falschaussage raus, ich nehme das Dienstvergehen raus. Berechnet ihr das Führen des Luftfahrzeugs ohne ohne Lizenz. Entschuldigung. Ja, danke. Schreibt ihr das Ticket aus, sie soll das zahlen, das Thema ist erledigt, die Akte kann geschlossen werden, wenn das durch ist. Und sie darf dann wieder in den Dienst? Oder müssen das dann die MD-Leute regeln? Das kläre ich jetzt gleich mit dem MD, dass ihr da raus seid. Sobald ich das geklärt habe, Rossi, würde ich dir einmal nochmal kurz eine SMS schicken, dass du das Ticket ausstellen kannst, dann soll sie das bezahlen kommen und kann danach wieder. Genau, dann bereite ich schon mal das Ticket vor. Wir müssen sowieso gleich noch ins MD, Emilia, weil wir den Liebermann befragen müssen. Ach, ist der wach? Weiß ich nicht, das würde ich jetzt echt mal in Erfahrung bringen. Okay, doch, du Scheiße. Dann mache ich das mal eben, wenn das in Ordnung ist. Ja, wäre super. Einverstanden. Dann fahre ich jetzt ins MD und kläre das mit dann mach den ich jetzt ein Ticket Hell auf. Und Dingenskirchen. Hell und Smith. Smith heißt er, oder? Ja, ne? Ich kann mir nie merken. Smith. Ja. Ich bring's leer. Ja? Du hast deine Weste an. Oh Gott, ich so. Dieses Scheißding. Rossi, ich fahre ins MD, ich schreibe dir, sobald das geklärt ist, und schreibst dann die Akte rein, ne? Ich mach das Ding hier fertig mit dem Berechnen. Okay. So. Gabi? Auf. Dienstvergehen nehmen wir raus, also nur noch den. Ja. Nimmst du es gerade raus oder soll ich es rausnehmen? Ich mach's gerade, weil ich gleich die Berechnung mit raus habe. Ja, hervorragend. Okay, 4000. Dann Dankeschön. Ich melde mich, sobald ich mit den Chiefs... Wenn sie wissen will, wie viel es ist, sind 4000. Ja, das weiß ich, danke. Ja, ich habe es so gerade zufällig offen, deswegen, falls du noch nicht nachgeschaut hast. Ich wusste es nicht, dankeschön, Rossi. Okay, so, Rossi, trink deinen Kaffee, trink unsere Kaffee mit, dass du bitte wach bleibst, und ich melde mich, sobald ich das mit den Chiefs geklärt habe. Okay. Okay. Und ich erschieße mich heute doch nicht. Sehr gut. Ich schieße mich höchstens nett, ab. Ja. Ja, das ist, wenn du nicht im Dienst bist. Genau. Okay. Bis dann. Die 11 ist wieder ansprechbar. Kurze Frage. Tschüss. Was? Ah, da hinten. Entschuldigung. Ach, irgendwann kriege ich hier noch mal einen Drehwurm. Same. Auto steht vorne. Tschüss. Tschüss. Denk dran, die Tür zuzumachen. Ja. Versuch dir immer die Tür aufzuhalten, aber irgendwie bin ich. Das ist egal. Ach Gott, dafür bin ich motorisch viel zu inkompetent, dass ich mit diesen Schuhen laufen kann. Das wundert mich immer noch. Das hat nichts mit der Armmotorik zu tun. Ja, das ist auch wieder was. So.
Oh, das. Oh, oh. Das war eine Einbahnstraße. Ups. Warte. Was hältst du denn da jetzt von meiner Entscheidung bezüglich der Vormörder? So generell. Ganz ehrlich, ich finde, ja, man kann sie nicht ohne irgendwas losziehen lassen. Weil ja, es ist halt schwierig gelaufen. Aber ich finde es auf. Ich finde es auf jeden Fall gerecht. Bleib mal sitzen, die Parklücke hier ist scheiße. Ja. Also ich glaube, ich hätte das ähnlich entschieden, wenn ich gemusst hätte. Okay. Ich wollte nur mal wissen, wie diese Parklücken hier sind saueng. Ja, sind sie. Oder die Autos zu groß? Nee, ich glaube, die Parklücken sind einfach zu eng. Ja, es ist halt scheiße. Es ist halt. Warte mal, ich muss mal eben kurz was snacken, sonst kippe ich gleich um. Gute Idee. So. Und noch was trinken sehe ich gerade. Warte, ich muss mal ganz kurz sagen. Die müsste schön voll sein. Ich wollte nicht einsteigen.